Was ist der Lieferwagen? Das ist der Lieferwagen. Da fahren wir halt raus zu der Kundschaft. Nicht? Das hat sich von früher so ergeben, wie wir noch am Tag 30 Metzger besucht haben. Da hast du jetzt so Kleinbedarf gebraucht. Nicht? Messer, Darm, Gewürz. Haben wir Wasser drin. Salz. Nicht? Salz. Ja. In den Ober. Wenn einer weiß, ob und wo es noch Metzgereien gibt, im niederbayerischen Rottal und in der weiteren Umgebung und wie viele, dann ist das Herbert Gruber aus Eckenfelden. In sein Geschäft, das er mit seiner Tochter Eva führt und wo es alles für Metzger gibt, kommen auch Hausschlachter. Metzger, die beliefert werden oder hier einkaufen, werden rar. 4 Euro bitte. Seit 1966. Ich das Geschäft betreiben. Meine Frau hat das Geschäft gehabt und ich habe da angeheiratet, sozusagen. Ne? Ja, und damals da hat es noch sicher mehr Metzger gegeben wie heute. Damals hat es in Eckenfelden 16 Metzger gegeben. Im Pfarrkirche hat es 8 oder 10 gegeben. In Burghausen hat es 8 oder 10 gegeben. In Eding hat es 8 oder 9 oder 10 gegeben. Alte, den Neuen gibt es überhaupt keinen mehr. Burghausen gibt es noch einen. Pfarrkirche, ich habe auch keinen Metzger fordern können. Aha, ja. Ne? Hat sich erledigt auch. Ne? Ja. In der Kreisstadt Pfarrkirchen hat sich das mit den Metzgern anscheinend nicht ganz erledigt. Zwei gibt es noch, zumindest Metzgereiläden oder Filialen. Auch in der Umgebung muss man die Betriebe, die sich handwerklich und im Kleinen behaupten können, mittlerweile suchen. Erledigt hat sich allerdings in Pfarrkirchen das große Schlachten. Der niederländische Fleischriese Vion hat einen Standort aufgegeben und den Schlachthof zum Leidwesen der ganzen Region im Januar 2016 geschlossen. Der Konzern hinterlässt eine Ruine im Gewerbegebiet. Als genossenschaftlicher Betrieb 1973 eröffnet, von Stadt und Land willfährig unterstützt, wurde der Schlachthof nach der Jahrtausendwende von der Fleischindustrie übernommen. Größere Fleisch- und Wursterzeuger, die Filialen beliefern und auch die Kühltheken der Supermarktketten, gibt es im Rottal auch. Aber was ist mit den kleinen Metzgereien? Die sterben in der Stadt und am Land aus. Und die Leute beklagen das. Wenn du in die Stadt reinkommst, ist bei uns schon eine Katastrophe. Ein Laden nach dem anderen macht so besonders Metzgereien. Angefangen hat der Schlegelmetzger. Der hat hervorragende Sachen gemacht. Weißwürst, super. Wirklich super gute Sachen. Dann hat aufgehört am Stoppplatz drin der eine, das kann ich jetzt den Namen nicht sagen, aber Rauschendorfer, genau, der hat ganz spezielle Sachen gehabt, also wunderbar. Besonders schlimm finde ich es halt für die alten Leute, die im Stadtbereich wohnen. Ja, also am Stadtinnern selber ist überhaupt gar nichts mehr. Alteingesessene loben die Zeiten, zu denen man sich seinen Metzger aussuchen konnte. Das war der Meier-Metzger dort. Ne? Weiter oben war der Simgartner. Dann ist der Breicher gekommen. Und da hat halt jeder seine Spezialitäten gehabt. Ne? Der Schlegel zum Beispiel, der hat die besten Knacker und Wiener gemacht. Der andere hat die besten Weißwürste gemacht. Der Kirscher hat einen ganz guten weißen Leberkäse gehabt. Jeder hat halt seine Spezialität gehabt. Und du hast das halt aussuchen können, was du wollen hast. Oder der Iber-Metzger, der hat ein ganz hervorragendes Rindfleisch, Kalbfleisch und so Sachen gehabt. Und die hat er von seinem Bruder, der hat einen Bauernhof gehabt in Anzenkirchen. Und da hat er gewusst, was er hat. Da hat er seine Ware gekauft, der hat mit dem geredet und hat gesagt, wann hast du wieder ein schönes Kalbi? Da hast du auch nicht alle Tage ein Kalbfleisch gekriegt. Ja, und du, dass du so auskennst? Ja, mein, ich war ein alter Feinschmecker, hab selber alles eingekauft, ja. Von Haus aus. Und dann habe ich mich auch nicht beschweren brauchen, weil meine Frau nicht so gut gekocht hat. Dann hat sie gesagt, ja, das Fleisch hast du gekauft. Unterhalb vom Stadtplatz war noch der Hubermetzger. Seit bald 20 Jahren ist der Hagenberger der Hubermetzger. Aber viele sagen in Pfarrkirchen immer noch, ich gehe zum Hubermetzger. Vorne in dem engen Laden ahnt man nicht, wie weit es da noch nach hinten geht. Wo das frische Grün für die Metzgerküche wächst, warteten früher die Schlachttiere.
Seit über 20 Jahren wird hier nicht mehr geschlachtet. Die Räumlichkeiten wären da, aber schon der Vorgänger hat nur mehr verarbeitet. Das Fleisch wurde vom Schlachthof geholt. Einen Namen hat man sich mit dem Catering gemacht. Das ist auch bei den heutigen Pächtern wichtig. Metzgerei-Küchenchefin ist Maria Hagenberger. Und das macht alles selber, da, die Füllung und alles, da ist ja nichts fertig. Das ist alles selber. Gell? Also Kalbsbrat drin, frischer Petersil, Schwammerl ganz fein klar und ganz fein geschnittener Zwiebel mit den Kräutern schon ein bisschen angeschmort, dass das gut und weich ist. Eigene Rezepte? Ja. Der gemischte Kartoffel-Gurkensalat kommt nicht aus einem großen Plastikeimer. Es wird alles frisch gemacht. Hier wird richtig gekocht. Und deshalb ist die heiße Theke vom Hagenberger beliebt. Bei Handwerkern in der Mittagspause und bei Leuten, die sich das Kochen sparen. Im Büro hinterm Laden sitzt Klaus Hagenberger, der Sohn und Firmeninhaber. Lor Bementhaler, dann ein Karton Eier frisch, 90 Stück. Der Laden hält auf Trab. Und die Kunden sind anspruchsvoll. Dann haben wir jeden Tag ein anderes Mittagsmenü. Ja, mei, das hat sich einfach so wirklich gut eingelaufen. Natürlich zu dem anderen Geschäft dazu. Dass wir die Wünsche auch gerecht werden, dass wir abwechslungsreich sind. Ja, also da fragen die Leute schon nach, was sie möchten. Und so. Und dann ja, genau. Auf den Doktor vorher schon, was habt ihr denn mal? Heute habe ich dann noch ein bisschen Eis angefangen. Das ist dann so eine Panade mit Kürbiskernen. Das habe ich aufgegriffen irgendwo im österreichischen. Schmeckt ganz gut. Wer selber etwas macht, kann kreativ sein. Und Abwechslung mag die Kundschaft ja. Und was tut der Chef, wenn die Wurst nicht selber gemacht werden muss? Kalkulieren? Ein blutiges Metzgerstürzel hast du nicht umgebracht. Nein, genau, habe ich nicht. Und es ist auch nicht mein. Ja. War gar nicht so mein ja, naturell, sag ich jetzt halt einmal. Also ich habe jetzt nie den Wunsch gehabt, dass ich ein Metzger sein könnte. Wir waren noch nie eine Metzgerfamilie, eine echte. In dem Sinn, der Vater ist kein gelernter Metzger, nicht. Also wir konnten jetzt halt auch nicht einmal ja, selber in dem Sinn Wurst machen. Wir waren da nie drauf angekriegt. Ich komme aus der Bank raus und habe dann zwischenzeitlich auch noch Gastronomie gemacht. Und ja, und zuletzt war ich noch im Verkauf. Und da sehe ich mich noch mehr, wie eigentlich jetzt, halt, sag ich mal, beim Wurschteln, wie es ändert. Der Metzger heute, ein Genussmanager für die Kunden. Ja, die, die selber schlachten oder wursten, die müssen sich auch viele Sachen auch kaufen, weil der Kunde möchte heutzutage ein breites Spektrum haben und die werden auch immer anspruchsvoller. Die sehen im Fernsehen, was gekocht wird, was da wird. Du kannst dann das alles selber nicht mehr abdecken. Und du musst gewisse Artikel dann zukaufen. Die kaufen sich die anderen Metzger ja auch alle zu. Was ausgeht, wird nachbestellt. Ja, da müssen jetzt noch ein paar belegte Semmel zum Wiener Sagler gefahren werden. Wir haben da kleine Mittagsbesprechung. Und das liefert man jetzt schnell. Nur ein kleiner Auftrag, die Semmeln für das Firmenmeeting. Wo all die Fleisch- und Wurstwaren herkommen, die in den Vitrinen vieler Metzgereiläden appetitlich beleuchtet liegen? Aus der Region? Ja, vieles schon, oft von regionalen Großmetzgern. Und woher kommt die Rohware? Wie wurden die Tiere gemästet? Wie wurden sie geschlachtet? Viele Kunden interessiert es nicht. Es zählt der günstige Preis. In der Nachbarstadt Eckenfelden bedienen übrigens Bertha und Tilly, das sind zwei Verkaufsautomaten für Wurst und Fleisch, die ganz eilige Kundschaft. Sie sind beliebt, wenn alle Läden geschlossen sind, vor allem bei Grillwetter. Ansprache hat man keine. Darf es ein bisschen mehr sein, sagt der Automat nicht. Und deshalb gehen die Leute hier schon noch lieber in den Laden, wenn er geöffnet ist. Wieder in Pfarrkirchen beim Kerschermetzger. Früher hieß es da beim Sargmeister. Berühmt war der Leberkäse mit den schönen Geleeaugen drin.
Viele Kunden sind treu geblieben, weil der Neue die Machart vom Vorgänger beibehielt. Ich würde lieber kein Semi mit der dünnen Scheibe nehmen. Scheibe ist geil, oder? Danke. Bitte. Ja, schön. Da gibt es den besseren Leberkäse. Ja, auf jeden Fall. Also ich kaufe seit die Dinger kommen, kaufe ich meinen Leberkäse da. Gell? Und weiß ich noch, wie es früher, also ganz früher, da hat der Fußball gekostet noch Ewigkeit. Und aber ich bin seit 20 Jahren jetzt in Frankreich und vorher war ich in Berlin. Aber ich komme halt noch öfter daher und so 5-6 Mal im Jahr. Und dann kaufe ich mal mein Leberkäse immer noch da. Allerweise schon. Also ich weiß mir schon 28 Jahre, dass er reinkomme, weil so lange arbeite ich da. Und seit daher kommen wir uns auch schon vom. Ja, schon vorher, ich glaube, der ist schon vorher da. Ja. 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 Ewig, ja. Ewig, ist schon Ewigkeit. Wie kriegt man den Leberkäse so schön braun, auch am Rand? Wir werden es noch sehen, wie das dem Franz Kerscher, der in Macht, gelingt. Er stammt aus dem Nachbarort Triftern. Seine Metzgerei mit Gastwirtschaft dort musste er aufgeben. Wegen immer neuer Vorschriften konnte er behördliche Auflagen nicht mehr erfüllen. Im Pfarrkirchner Gewerbegebiet fand er eine neue Heimat. Der Laden in der Stadt ist eine von 3 Filialen. Schlachten tut der Kerscher Metzger nicht mehr. Sonst habe ich mehrere Kontakte zu den Bauern gehabt und habe meine Viecher gekauft draußen. Und die Bauern die haben da über 7-8 Sau gehabt. Manche habe ich noch geschlacht und die anderen habe ich noch gekauft. Und es war wieder eine andere Sache. Aber man muss mit der Zeit gehen und die Zeit ist jetzt immer so. Da ist die Anlieferung. Da werden die Sachen, die wir bestellen, Rübenfleisch, halbe Stirn oder Sau, werden angeliefert. Dann laufen sie da oben über die Waage und dann fortlaufen geht es in die Kühlung rein. Das Fleisch stammt von größeren regionalen Erzeugern und Vermarktern. Inzwischen hat Sohn Andreas den Betrieb übernommen. Das moderne Gebäude ist hermetisch abgeriegelt, der Zugang gewöhnlich nur über eine Hygieneschleuse möglich. Die neue Metzgerei ist ein Verarbeitungsbetrieb geworden, nach heutigen Standards. Was ist das für ein Fleisch? Das ist ein 1-10er Rindfleisch. Da ist der Fettgehalt ca. 10%. Das schneidet sehr für einen Rinderleberkäse. Der Rindsleberkäse ist eine Neuerfindung. Bevor das dunkle Fleisch dazu verarbeitet wird, macht Andreas Kerscher den roten Leberkäse aus Schweinefleisch. Da kommt ordentlich Speck dazu. Zuerst wird das Brät hergestellt im Kutter mit Eis und Gewürzen. Als Grundlage für die sogenannte weiße Ware, von der das Leberkäsebrät weggenommen wird. Dann werden Wollwürst und Weißwürst gemacht, alles nach seiner Art weitergewürzt. Die weiße Ware braucht nur Kochsalz, aber kein Nitrit. Für den Leberkäse wird Nitritpökelsalz verwendet. Das macht einen Unterschied. Der Leberkäse wird beim Backen rot, die Weißwurst beim Brühen weiß. Kesselfrische Weißwürst schmecken ganz besonders gut. Wenn früher der Leberkäse fertig war, durften Probierer in die Metzgerei kommen. Heute ist das Betreten des Hochsicherheitstrakts verboten. Wenn es die kesselfrischen Weißwürst gab, kamen Leute deren wegen extra in die Wirtschaft. 16, 18, 20. So, servus. So, grüß dich, gut. Grüß dich. Die bestellten Weißwürst. Ja. Sehr gut. So, was denn wir hier? Ja, und genau. Genau. Ja, so, ja, genau. Super. Dass ihr es für heil anbringt, gell? Ja, servus, für dich. Drinnen geht's weiter mit dem 90-10er Rindfleisch. Und wir machen einen Rindsleberkäse seit dem ersten. Weil viel Schweinefleisch nicht mehr so mengt oder gesundheitlich nicht essen können. Und deswegen haben wir uns angefangen, dass wir einen Rindsleberkäse machen mit Rapsöl. Also das ist absolut mager, das Rindfleisch. Darum brauchen wir das Rapsöl dazu, dass das ein schönes, geschmeidiges Brat wird. Sowohl der Rindsleberkäse wie der rote und auch der weiße, der Kalbskäse, werden nirgendwo so schön braun wie beim Kerscher. Der Senior verrät jetzt, warum. Das sind nur die Formen vom Sachmeister, wie ich sie übernommen habe. Und ich persönlich wollte dann auf die V2 umsteigen. Aber das haben wir die Kundschaft nicht akzeptiert. Und ja, weil
da bringe ich keine Rahmmedien an und die, so braun werden sie nicht und so schön. Und das ist einfach der Ursprung, Leberkäse. Und dann habe ich einen neuen machen lassen nach diesen Mustern. Und sonst haben wir es halt ausgeschmiert mit Schweinsschmalz. Heute kommt der Backpapier rein. Das ist einfach schneller. Die Striche werden gemacht, damit der Leib oben aufreißt. Und die gute Wärmeleitfähigkeit von Alu erzeugt die Bräune, trotz des Papiers. Kennt man, dass es ein bisschen rauer ist? Und auch da drin. Guten Appetit zum Duo aus Rinds- und Kalbsleberkäse. In Wurmansquick bei Eggenfelden gibt es noch eine Metzgerei, wie man sie sich klassisch vorstellt. Mit Ladengeschäft am Marktplatz, Gastwirtschaft und sogar Fremdenzimmern. Hinter dem Geschäft ist das Schlachthaus. Also hinten haben wir noch einen Stall. Da sind die Tiere drin, von Samstag bis zum Montag in der Früh. Dann sind sie ausgeruht. Dann kriegt man eine gute Fleischqualität. Und das ist halt doch wichtig. Hat so andere leichter halt, gell? Ja, sicher. Du brauchst auch einen Platzbedarf. Auch. Den musst du für was anderes nutzen kannst. Bei mir sind eh ein bisschen eingängt da. Aber uns ist es halt doch wert. Wo kommen die Viecher her überhaupt? Ungefähr 5 Kilometer vom Bauern. Und eigentlich das ganze Vieh aus der Umgebung. Ja, du fährst zum Bauern und dann schaust, was es gibt. Bei uns bestimmt auch das Schlachttempo das Tier und nicht das Bandel. Der Unterschied zwischen handwerklicher Schlachtung und industrieller Schlachtung, sag ich mal. Das Frische ist das Wichtigste, oder? Das Frische hält sich. Je frischer das ist, desto besser hält es sich einfach. Metzger, die nicht selber schlachten, verarbeiten auch frisches Fleisch, aber gekühltes. Durchs Kühlen verliert es. Und das ist jetzt noch ganz warm, das Fleisch? Das ist noch warm, das ist noch fast lebendig, sag ich mal. So, was braucht man das jetzt? Das wird jetzt das Fleisch für das Warmbrat. Da kommt jetzt nur Kochsalz und Wasser dazu, weil das eben die hohe Bindefähigkeit noch hat. Der Geschmack ist natürlich her, es schmeckt sogar leicht nussig, sage ich mal. Und man braucht einfach weniger Zusatzstoffe. Das Brät für die weiße Ware muss bald nach dem Schlachten gekuttert werden, für die Brühwurstsorten, für Wollwürst und Weißwurst, Gelbwurst, Schweinswürstel oder Kalbsleberkäse, bevor das natürlicherweise im Muskel vorhandene Phosphat nicht mehr verfügbar ist. Es hat zwar jeder sein Rezept, aber durch das Warmbraten natürlich hat er einen runden Geschmack, angenehmer und also schmeckt halt einfach besser. Ludwig Lohmer macht die Streichleberwurst am Schlachttag. So muss er auch bei deren Herstellung kein Phosphat zusetzen. Mit Leber schon und mit Leberknödel? Ja. Auch in der Küche verarbeitet Heidi Lohmer am liebsten die ganz frische Innerei. Da werden jetzt gewisse Leberknödel gemacht. Gibt es heute Leberknödel auch. Ich würde jetzt durchlassen mit Zwiebeln und der Petersilie gleich mit durchlassen. Und ein paar Gewürze gehören noch dazu. Eier, Salz und Pfeffer. Und Eier natürlich. Und das macht sie so wie? Ja, was mein Schwiegermutter schon gemacht hat. Vor 80 Jahren. Ja, habt ihr gleich angefangen, gell? Wir haben ein ganzes Jahr. Mein Mann hat das aufgebaut. Der hat einen Großhandel dazu genommen, das war wichtig. Heute kostet kein Metzger mehr beliefern, weil es keinen mehr gibt. Wir haben 28 Metzgereien gehabt, die wir hingeliefert haben. Die haben halt alle aufgehört. Nur mit Salami und Kreidel. Haben wir ganz viel gemacht. Aber jetzt Konzentration. Das ist jetzt nur so ein Moment. Und wie spürt man das? Wenn sie das Magerfleisch, Fett und Wasser verbindet, dann wird das eine homogene Masse und eine stabile Emulsion. Und das muss jetzt spüren, oder wie? Genau. So, jetzt kommt's.
So, jetzt kommt die Leber rein. Und ist alles gut gewürzt und vermischt, wird die Wurst in den Darm, besser gesagt in die Därme gespritzt. In einen Naturdarm und in einen Kunstdarm. Selbe Masse, aber unterschiedlicher Darm. Warum? Die Streichwurst im Rohdarm wird geräuchert und im Kunstdarm wird einfach nur gebrüht. Leberspätzle gibt's auch. Die werden dann im Laden verkauft, wie die gebackenen Leberknödel, die die Seniorchefin dreht. Und, sind's gleich fertig? Die sind noch nicht so weit, ne? Meine Schwiegermutter hat damit gesagt, erst außen tun, wenn sie ein wenig schön werden. So hat's sie mich gemacht. Und wie geht eine gute Bratensauce? Schwanzel gut abbraten lassen, das ist die bessere Sauce, Schwanzelsauce. Das ist eine gute, echte Sauce. Für was das die Backesauce überhaupt braucht, Leute, ich weiß nicht. Alles wird verwertet. Aus Knochen und Schwarten wird der Stand für die Sulz gekocht. Und manche Innerei gilt immer noch als etwas Besonderes. Nein, jetzt hängt da die Mulz da. Die brauchen wir für Mulzwurst. Das ist bei uns eine Spezialität, die wird gern gekauft. Dazu wird das Schweinenetz gebraucht, eine fett- und bindegewebsreiche Haut aus dem Bauchraum. Sie soll die Wurstmasse zusammenhalten, die hauptsächlich aus Weißwurstbrät besteht, aber mit besonderer Einlage. Das ist jetzt unsere Mischung mit dem Mulz, Herz und Grohfleisch. Die sind jetzt anbrüht und die kommen jetzt dann zu der anderen Masse dazu. Das sollte nicht zu grob sein. Aber man darf schon mal sehen, was drin ist. Weil wir haben ja keine Geheimnisse. Alles frische Sachen. Das mischt sich jetzt erst noch. Und dann wird es noch ein bisschen zerkleinert. Die Masse wird nur auf Bestellung ins Schweinenetz gepackt. Und eher selten. Das passt jetzt schon. Verlernt hast du es nicht? Ja, vielleicht geht es ein bisschen langsamer wie früher. Aber. So, jetzt. Jetzt kommt dann noch das Brat rein. Dann schlagen wir da das Netz ein. Feinschmecker sagen, dass die Milzwurst so eingewickelt am besten ist, weil das Netz sie geschmacklich bereichert und wollen sie genau so haben. Jetzt wird es noch geschnürt. Weil die kommt jetzt dann in den Kessel rein. Umbrieren. Sonst darf sie auseinanderfüllen. Der Kunstdarm hält die Wurstmasse in jedem Fall zusammen. Dem dünnen Netzhemd traut man nicht ganz. Schauen wir, ob das warm ist, die Mutwurst. Wie man es vor 70 Jahren gemacht hat, so ist das auch. Früher haben wir oft Mulzwurst machen müssen, die haben es daheim am Braten, im Ganzen in dem Netz drin. Ja, ehrlich, das weiß ich noch ganz gut. Viel Bratfett. Die darf schon schwimmen fast, damit es schön braun wird, schön rasch wird. Das gehört immer zur Verwertung dazu, dass man die Flomen auch verwertet. Flomen, das ist das Bauchfett. Ob sie selber mag? Ja, ja. Nicht jeden Tag, aber dann und wann schon. Dann mögen wir unsere Wurst selber, weil wir wissen, was drin ist. Paniert und gebraten wird die Milzwurst auch geliebt von den Gästen, die zum Lohmer in die Wirtschaft kommen. Einer mag eine Wollwurst, eine geschwollene. Die Leute vom Club der Saukopfesser verlangen noch solch traditionelle Gerichte. Und die Jungen? Die
Kartenspiel oder so, das, was sonst war, die alten Leute, die ins Wirtshaus gegangen sind, die haben alle weg. Die Jungen, mei, das kannst du vergessen, die waren auf Nacht noch, die gingen halt auf ihre Partys oder. Wenn wir essen Mittag, dass wir auskochen, dass da Leute kommen? Ja, kommen schon, aber nicht mehr so wie sonst. Mittag holen sie noch das warme alles an, Opa. Die nehmen sich einfach die Zeit nicht mehr, die Arbeit ist. Egal, ob das ein Zimmerer ist oder ein Maurer, Schreiner, die kommen alle und holen sich Brotzeit. Es muss schnell gehen, es pressiert einfach. Im kleinen Dorf Amsham im Landkreis Rottal-Inn gibt es seit dem Jahr 2000 einen Hofladen. Seitdem werden dort beim Blattner die Tiere nicht mehr nur gemästet, sondern ihr Fleisch auch dort vermarktet. Die Besitzer Franz und Theresia Plattner sind deshalb keine Metzger geworden. Aber die Tochter Melanie ist Metzgermeisterin seit 2015. Also schlachten tun wir nicht selber, das haben wir auch noch nie. Da hätten wir jetzt auch gar keinen Platz nicht dazu. Und ja, der Papa fährt halt Montag in der Früh in den Schlachthof. Und dann kommen wir halt wieder zurück, halbiert. Und dann werden sie zerlegt und verarbeitet. Melanie Plattner macht die Wurst und die Mutter verkauft sie im Laden. Ja, ich habe auch noch mehr Vorbestellungen, die hängen da auch noch hin, die darf jetzt auch noch. Die Plattners fahren auch auf Märkte an 3 Tagen die Woche. Es geht nach Deggendorf, Landshut, Dingolfing, Freising, ja nach Unterschleißheim und München. Das Geschäft hat sich entwickelt mit den Jahren. Das mit dem Markt, ist das von Haus aus schon immer gewesen? Nein, das hätten wir eigentlich nicht geplant gehabt. Wir wollten eigentlich daheim. So 2 Sauer und 4 Wochen einen Stirn, einen Metzger, 2 Verkäuferinge. Aber das hat man gleich gesehen, das geht nicht, weil das Dorf ist zu klein. Da haben einfach zu wenig Leute da. Ja, dann haben wir halt überlegt, gell, was kann man da machen. Dann haben wir halt das Marktfahren angefangen. Und inzwischen habt ihr wie viel? Inzwischen haben wir 3 Wagen-7-Märkte von mir inzwischen. Auch. Hohe Ansprüche stellt man auch ans Nicht-Selber-Gemachte. Ich möchte wissen, wo die Sache kommt. Oder dass das auch passt, dass das auch für die Viecher passt. Und dann, wenn es für die Viecher passt, passt es für den Kunden. Und dann ist das in Ordnung. Kommen da viel her an den Hof? Ja, zum Nachschauen können wir schon. Wir möchten auch Adressen haben, wo wir unser Geflügel her haben. Das ist auch überhaupt kein Problem nicht. Sonst kann jeder kommen und kann es aussehen. Wir haben auch einen Rinderbauern, wo man hinfahren kann. Das, was man mir verkaufen kann, kann jeder sehen. Das Rindfleisch stammt unter anderem aus dem 10 Kilometer entfernten Rossbach, erzeugt von Walter und Susanne Freundorfer. Und die kriegt der Plattner? Die kriegt der Plattner, ja. Die sind jetzt die Jungen, die im Frühjahr, die wo wir zur Zucht selber nicht brauchen. Und da bleiben im Jahr ungefähr 25 bis 30 Stück. Wenn es zum Schlachten ist? Ja, ich schau dann um und Spediteur. Der nimmt mir die Kuh mit und die geht nach Waldkreiburg. Das sind 60 oder 70 Kilometer bis da rauf. Früher war das einfacher, da haben wir noch Verkehr gefahren. Das waren 25 Kilometer. Und da ist ein anderer Spediteur gekommen mit einem kleinen Hänger gerade. Und mir hat das alles eigentlich schon viel besser getaugt. Walter Freundorfer denkt kritisch über aktuelle Entwicklungen. Ich glaube, dass unsere Lebensmittelbranche in die gleiche Schiene reingeschmissen wird wie alles andere. Mehr, größer, billiger. Ich habe die Landwirtschaft gelernt, auch für bis zum Agrarbetriebswirt. Ich habe eigentlich hauptsächlich nur gelernt, wie man mehr und billiger produziert. Aber wie man das Ganze dann verkauft, das ist eigentlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das so intensiv gelernt hätten, wie das mehr vom Hektar Warz rauszuholen oder mehr Mais vom Hektar oder von der Kuh mehr Milch rauszugitzeln. Und wir haben seit 50 Jahren den Weg eingeschlagen. Jetzt eine Kuh frisst ein Gras und gibt der Milch. Wenn es einen Schwanz hat, hat es Gülle auch schon gefahren. Die Schweine von Plattner, Melanie Plattner hat es gesagt, werden zum Schlachthof nach Vilshofen gebracht. Der ist nur 15 Kilometer entfernt. Die junge Metzgerin dreht gerade die Knacker und Regensburger händisch ab. Mit dem Bindfaden. Lernen Sie es gern? Ja. Das war ziemlich das Erste, was ich gelernt habe. Zur Gesellenprüfung hin. Im Spurgel. Genau. Manche Wurstrezeptur hat Melanie Plattner von ihren Vorgängern übernommen, manche weiterentwickelt. Nur die Rindsbratwurst, die wo wir jetzt dann noch machen, die ist schon von mir. Also die, das war ein Test und ja, hat uns geschmeckt und das ist blöd.
Mir gefällt es einfach, wenn ich was machen kann und dann kommt ein Käslein oder ein Dreierkammer und dann kommt es raus und dann sehe ich, was ich gemacht habe. Aber du hast ja eigentlich ganz was anderes ursprünglich gemacht, oder? Ja, ich habe BWL studiert, das stimmt. BWL? Mhm. Und dann? Nein, dann war ich fertig und dann habe ich mir überlegt, ja, was machst du jetzt? Und mein weiter Weg, ich wollte nicht und so auf Minga oder so. Das war wie mein Ding, dass ich jetzt da in eine große Stadt gehe. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn jetzt da keiner weiter tut, also meine Schwester nicht oder ich nicht, dann ist es vorbei. Und dann haben meine Eltern gleich gesagt, also wenn du das tust, dann gescheit. Dann musst du Metzger lernen und einen Meister machen. Na ja, dann habe ich mich heute mal erkundigt, was ich da muss, wenn ich Metzger lerne. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ja. Ja, zum Beispiel schlachten, das muss man nicht. Nein, muss man nicht. Also man kann, aber muss man nicht und habe ich jetzt auch nicht gemacht. Die Metzgerausbildung ist heute facettenreich und verlangt nicht unbedingt das Schlachten können. Aber wie ist das mit den Arbeitszeiten? Um 5 in der Früh, oder? Um 5, ja, genau. Aber es müsste da gar nicht sein bei euch, oder? Müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber mei. Wenn wir in der anfangen, haben wir in der fertig. Ist auch nicht schlecht. Ich gehe dann am Nachmittag noch ins Büro. Also da ist das BWL-Studium dann auch von? Ja, das hat nicht geschockt, glaube ich. Das darf ich auch jederzeit wieder so machen. Die Spezialitäten von der studierten Amshammer Metzgermeisterin kommen an am Markt, wie hier in Dingolfing. Der Vater kann alles gut verkaufen. Entschuldigung, darf ich noch was fragen? Da habe ich mich da eingekauft. Weil ich schon viele Jahre keinen Metzger mehr habe, da wo ich einkaufe. Und darum kaufe ich alles ein beim Plattner. Wenn ich was Größeres brauche, bestelle ich es. Ui, Stein müssen noch her noch was. Und Creme, also reine Creme, nicht Griebenschmalz. Für nächste Woche. Und ein Pfund Rinderleber durchtrat. Ja. Geht das? Schreibe ich auf. Jetzt sind wir bei Ulrich Brunner, einem Unternehmer, der eigentlich Öfen und Heiztechnik herstellt. Er hält nebenher Weideschweine und Bauer Michael Holzner kümmert sich um sie. Also zuerst einmal guten Morgen miteinander. Wir fahren jetzt auf die Weide und holen wir zwei Schweine zum Schlachten. Ich muss spätestens um 7:45 beim Metzger sein, weil da der Tierarzt kommt zur Lebenbeschau. Und der gute Mann wartet halt nicht ewig, weil es bei den Landwirten so ist, wenn er warten darf, kann man es erst mit 5 Minuten später. Und dann weiß er einfach, ob ich rein oder nein. Und der Metzger möchte auch fertig werden. Also 7:45, wer da nicht da ist, hat Pech gehabt. So, Adela, Schwendel. Machen wir einen Ausflug. Hungert sich schon jetzt. Am Anfang ist es einfach. Wenn ich 10, 15 drin habe, irgendein paar sind hungrig oder gierig und die sind gleich drum. Und dann, wenn ich bloß noch 4 oder 6 habe, dann wird es ein bisschen schwieriger. Sicher? Weil die Misstrauischen bleiben über und die irgendwie kommt es dir auch komisch vor, wenn es immer weniger wird. Und dann dauert es halt ein bisschen. Aber ich glaube, das schon wird. Wenn sie so aufgelegt werden, als würden wir sie jetzt vorhin da haben, wieder das für die Zöpfe rein. Wir haben keinen Stress. Dann haben sie ein ganz anderes Fleisch, als würde ich wo aufgezogen oder aufgekaut werden. Weil die gingen auf, wie wenn sie in einer Hütte gingen. Michael Holzner fährt die Tiere nach Heißbrechting 2x2 zu Alfons Haasreiter. Der hat die EU-Zulassung zum Schlachten. Das Fleisch der Brunnerschweine wird via Internet verkauft. Geht es dann noch? Ja, um 3:08. Kommt die Tür aus. 3:08. Was müssen Sie tun? Ich muss jetzt die Schweine anschauen, Leben beschauen, ob die gesund sind, ob die gut ausschauen. Und dann dürfen die natürlich frei zum Schlachten gegeben, wenn es alles passt. Und die schauen ganz gut aus. Die scheinen gesund, friedlich, nicht gestresst. Und so muss es auch sein. Dann kann der Metzger anfangen. Es ist streng geregelt, was er darf und was nicht. Der darf Sau schlachten und Rümpfiger und Schaf und Domwald. Also schlachten darfst schlachten. Und
wie es dann bis weitergeht, verarbeiten und so? Darf ich nichts dort, das Lenk darf ich nicht. Und Wurschteln nein, weil da habe ich nichts und habe keine Richtung nicht. Praktisch gerade schlachten und dann holen sie die Bauern wieder. Genau. Wenn alles stimmt auf dem Papier. Tierische Lebensmittelhygieneverordnung, nach der muss man eine Standarderklärung ausfüllen. Und ja, die hat man halt bei jeder Lieferung zum Mitnehmen und da hat man halt da einen Haufen Sachen zum, beziehungsweise das Vorgeben, was man alles unterschreiben muss und den Rest muss man miteinander selber ausfüllen. Ja, da stehen ganz an, da direkt gleich, gell? Ja, da stehen ganz an. Mei ist halt wahrscheinlich einmal der letzte Schlachter, sag ich mal, der ziemlich im Umkreis da ist. An drei Tagen arbeitet Alfons Haßreiter in einem nahen Metzgereibetrieb. Daheim ist der Lohnschlachter. Das Töten muss äußerst schnell gehen. Zuerst wird das Tier mit der Stromzange betäubt. Danach wird es aufgezogen und innerhalb von 20 Sekunden muss der Stich zum Entbluten erfolgt sein. Die Hausfrauen rufen mich an, dass eine halbe die Sau braucht und ob man mir wissend, wo eine gute hergeht. Dann schauen wir mir, dass wir eine ganze zusammenbringen, weil sonst können wir es nicht schlachten. Aber meist sind es die Besitzer, die ihre Tiere bringen und halbiert wieder abholen. Grob zerlegen darf Alfons Haßreiter ja. Braucht einen Frisier. Ja. Wer behandelt so viel jetzt? Die Sau behandelt er besser oft wie mich. Die wird öfter so mitgestrichen bei der Sau als bei mir. Am Mittwoch wird in Heißbrechting geschlachtet. Am Freitag können die Kunden ihr im Internet bestelltes Fleisch in Eckenfelden in der Ofenfabrik abholen. Es kommt eigens eine Verkäuferin vom Fach und ein Mitarbeiter, der im ersten Beruf Metzger war, zerteilt. Was nicht verkauft wird, geht in die Küche der Mitarbeiterkantine. Die kennen ihn aus, oder? Ja. Ja, gut. Sind Sie Metzger? Nein, ich habe jetzt fast über 22 Jahre habe ich beim Onkel von der Frau mitgeschlacht. Na, schön. Und jetzt tut er natürlich keine Sau nicht mehr her. Ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt probieren wir das einmal aus. Ja. Weil es halt einfach von der Zucht her und von Halten her für und uns was ich so gut find, ansprechend war. Weil die Sau auch noch eine Sonne haben. Der Chef Ulrich Brunner hält sowohl am Firmenstandort wie rund um sein Privathaus am Land Schweine. Er liebt die Tiere. So, Grunzi, jetzt schaut's her. Sie sind mehr als ein Steckenpferd. Er will demonstrieren, wie man mit Nutztieren umgehen sollte. Aber das ist doch ein Leben, gell? Das ist Tierhaltung, wie es über Jahrhunderte, vielleicht sogar 1000 Jahre war. Und in den letzten 50 Jahren hat man das alles wegorganisiert. Schlachten lassen wollte Ulrich Brunner eigentlich am Eckenfeldner Firmengelände. Das wäre jetzt der kurze Weg von der Weide rüber zum Schlachthäusl. Also schätzungsweise 30 Meter mit ein paar Äpfel als Lockmittel in den frühen Morgenstunden, bis dann in den Schweinehimmel kommen. Die ursprüngliche Planung war, dass wir an dem kleinen Eck ein kleines, wir haben es genannt, Schlachtfesthaus bauen. Warum Schlachtfesthaus? Weil Schlachthaus meint jeder, das ist die Vio und die 100 LKWs ranfahren. Das wäre ein 150 Quadratmeter Grundflächegebäude geworden. Keine Konkurrenz für irgendwie große andere Metzgereien. Es hätte halt den Kreis geschlossen, dass man die Tiere hält und die Tiere auch selber schlachtet und auch verwurstet. Alle 14 Tage zwei Schweine. Aber es ist als große Bedrohung betrachtet worden von der Bevölkerung. Eine Biogasanlage zu bauen, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Eine Bauvoranfrage bei der Stadt Eckenfelden wurde wegen Anwohnerprotesten zurückgezogen. Mitarbeiter und Schulungsgäste der Firma kommen trotzdem in den Genuss von Schnitzeln vom Weideschwein in der Mittagspause. Und auch die Fleischkäufer, die oft von weit her fahren. Denn schlachten lassen kann Ulrich Brunner ja in der Nähe beim Metzger in Heißbrechting, solange es den noch gibt. Nahe Eckenfelden will das im Markt Arnsdorf ansässige, weltweit tätige Bauunternehmen Lindner auch in die Metzgerbranche einsteigen und dabei neue Wege gehen. Für das zugehörige Altersheim, die Kantinen der firmeneigenen Betriebsstätten und Bildungseinrichtungen wird Fleisch benötigt.
Auch eine Schlossbrauerei mit Biergarten, ein Gasthof und ein Hotel gehören zum Unternehmen. Eines der größten in Niederbayern. Johanna Lindner ist in der Geschäftsführung. Circa 60 Tonnen Schweinefleisch braucht man im Jahr. Das soll zukünftig selber produziert werden, auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen. Maisfelder werden zu Viehweiden, die alte Hofstelle wird umgebaut. Johanna Lindner und ihr Schwager Patrick Osjander, zwei Mitglieder der großen Unternehmerfamilie Lindner, planen. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir eben da noch die Warteweide fürs Schlachthaus damit hinmachen. Aber das ist auch möglich. Also, das ist der letzte Dings, dass wir auf eine mobile Schlachtung gehen. Es wird halt definitiv günstiger wie jetzt ein Gebäude. Vor allem halt mobil. Aber es wäre halt was Neues, wenn wir dann lokal zu den Bauern rausfahren könnten. Transport vermeiden, ja. Genau. Das mobile Schlachtfahrzeug hat sich inzwischen durchgesetzt. Ziel ist, nahe am Ort der Mast schlachten zu können. Und was wird dann da geschlacht? Alle Viecher, die wir haben. Und es werden Hühner, Schafe, Rinder und natürlich vornehmlich Schweine sein. Schweine und Hühner haben wir schon. Und die restlichen Flächen, die waren bis jetzt verpachtet. Und da holen wir uns letztendlich die Pachtflächen wieder zurück und nutzen die dann selber. Die Idee zu dem Projekt hatte Johanna Lindner. Und natürlich macht man sich ja die Gedanken, wo kommen die Viecher her, wie werden die geschlachtet, die langen Transportwege, die riesen Schlachthöfe. Und dann ist ja der Gedanke gekommen, wie wir da mal mit der Familie alle beieinander waren, warum macht man nicht selber was? Ich selber bin seit 25 Jahren Vegetarier, wobei ich sage, es ist absolut natürlich und auch richtig Fleisch zum Essen, wenn man den weiß, wo es herkommt und ja, den Weg des Fleisches kennt. Das gehört ja auch dazu. Auf fast 50 Hektar Land kann die Zucht nun beginnen. Jetzt muss der Eber erst mal in Produktion gehen. Ist der Eber schon? Ja, da ist er. Der ist jetzt 2 Wochen da. Es liegt ein wenig faul in der Ecke, der sollte ein wenig aktiver werden. Ja. Beeindruckend das Projekt, aber ungewöhnlich für ein Bauunternehmen. Mästen und Schlachten? Ganz fern der eigentlichen Aufgaben. So fern ist eigentlich nicht. Weil wir haben ja mit dem Schlossbau angefangen. Was eher fern war, in Gastronomie einzusteigen, das ist schon 13 Jahre her. Und zur Gastronomie gehört ja das Fleisch dazu. Insofern ist das eigentlich ein logischer Schluss. Auch wenn es jetzt im Innenausbau nichts zu tun hat. Und man muss auch sagen, dass grundsätzlich neue Geschäftsfelder, wenn man sich die Firmengeschichte anschaut, immer dazugehört haben. Die Entwicklung in neue Geschäftsfelder, egal ob es dann der Schiffsbau war, Konzertsäle, wo man dann auch Spezialwissen aufgebaut hat, das ist schon Teil von uns auch, dass man eigentlich in die umliegenden Geschäftsfelder sich Gedanken macht, ob das nicht Sinn machen wird. Aber dann kann ein Netzwerk zuständiger Behörden die Verwirklichung sehr verkomplizieren. Ja, wir haben eben gerade darüber geredet, dass es halt jetzt nachher viel Arbeit ist, riesiger Aufwand mit den Behörden und auch oft ganz schwierig, das mal als, ich sag's jetzt mal, als Normalsterblicher, der jetzt in den Vorschriften nicht drin steckt, nicht nachvollziehen kann, warum und weshalb manches so ist. Aber es ist halt, wenn man eben das dann auch sieht, die Mühe letztendlich auch wert, weil ich ganz genau weiß, in einem Jahr, wenn wir da über die Hürden genommen haben, dann wird es da halt einfach ein Traum. Ein Traum von Viehweiden statt Maiswäldern. Vor über 40 Jahren träumte man im nahen Pfarrkirchen von den Segnungen eines großen Schlachthofs und baute dafür sogar eine Kläranlage, 10-mal größer als für die Einwohnerzahl nötig. Inzwischen ist der Schlachthof eine Industrieruine. Umso mehr verwundert es, dass heute kleinen und eher bescheidenen Projekten solche Großzügigkeit nicht zuteil wird.